Hey Leute und willkommen zurück bei Henrys Geheimnis. Wir fangen jetzt an, Kapitel 8. Komplikationen zu spielen. Und wenn ich ehrlich bin, wenn auf Annäherung Komplikationen folgen, nicht gut. Ich gucke jetzt erstmal, hier sind Nachrichten von Jasmine. Süße, geht's dir immer noch nicht besser? Geht so. Henry ist nicht mehr zum Unterricht gekommen, nachdem er dich zur Schulschwester begleitet hat. Was habt ihr denn gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich weiß, dass er mich wie eine Prinzessin getragen hat und bei mir geblieben ist, bis meine Eltern da waren. Oh, wie süß. Herzchen, Herzchen. So, Clement. Wo fängt's an? Und hat Henry die Mund-zu-Mund-Beatmung angewendet? Gib zu, dass dir das gefallen hätte. Ja, ich geb's zu. Wie geht's dir? Ich liege im Bett und mein Körper kämpft gegen sich selbst. Okay, lol. Gute Besserung. Erhol dich gut. Danke. So. Die beiden letzten Tage waren schlimm. Alex hat mich wohl doch angesteckt. Erdagegen hat sich mittlerweile bestens von seiner Krankheit erholt. Mir geht's heute allmählich erst heute allmählich besser. Ich habe zwar kein Fieber mehr, aber ich bin völlig erschöpft. Henry hat sich um mich gekümmert. Wie lieb von ihm. Ich schicke ihm eine Nachricht, um ihm zu berichten, wie es mir geht. Hallo Henry, ich wollte kurz schreiben, dass es mir schon besser geht und mich bedanken, dass du dich um mich gekümmert hast, als ich krank war. Küsschen. Küsschen, Lila. Okay. Er antwortet schon kurz danach. Ich freue mich, dass es dir besser geht. Kommst du bald wieder zur Schule? Ich hoff's vielleicht noch nicht sofort. Ich bin noch sehr müde, aber ich wäre tausendmal lieber bei euch. Naja, wohl eher bei ihm, hm? Dann erhol dich weiter gut, damit du bald wieder bei uns bist. Fehle ich ihm nicht wenigstens auch ein bisschen? Es ist schrecklich. Ich kann echt an nichts anderes denken. Aber obwohl wir uns jetzt sehr nah sind, hat sich nicht wirklich etwas an der Situation geändert. Ich muss ihm immer noch Zeit geben und ich finde, ich warte nun schon ganz schön lange. Ich habe mich meinem Ziel noch nie so nah und zugleich so fern gefühlt. Was hält ihn zurück? Er bemüht sich ja nicht gerade, seine Gefühle zu verstecken. Ich bin immer verwirrter. Wird er sich eines Tages entscheiden? Okay, ich beginne zu verstehen, was Komplikationen bedeutet. Leila, wie schön, dass du wieder gesund bist. Endlich. Endlich siehst du wieder anständig aus. Du hättest ja schon fast am Casting von The Sleeping Dead teilnehmen können. Henry sieht mich an. Er freut sich, dass es mir wieder besser geht. Leila. Was machst du hier? Geh weg. Nette Begrüßung. Dir ist dein Handy runtergefallen, als du aus dem Auto gestiegen bist. Passt beim nächsten Mal besser auf. Hey, hi, Alter. Alex und Clément begrüßen sich herzlich und fangen an, miteinander zu scherzen. Schließlich wenden sie sich Jasmine zu, ignorieren Henry dabei jedoch bewusst. Okay, hätte nicht gedacht, dass Alex Henry gegenüber so gemein ist, wo er sich doch wirklich um sie kümmert. Aber naja, Alex hat Henry ja auch deutlich zu verstehen gegeben, was er von, ja, seinem Verhalten, sag ich mal, hält. Übrigens ist Henry auch noch da. Ja, hi. Ich hau wieder ab. Bis später, Schwesterchen. Er ist immer noch unausstehlich zu Henry. Ich dachte, das Konzert hätte vielleicht etwas daran geändert, aber es sieht nicht so aus. Es klingelt und wir gehen zum Unterricht. Henry? Ja? Hat mein Bruder irgendwas zu dir gesagt? Nicht wirklich.
Du weißt, wie er ist. Ich bin nicht sicher, ob er mich eines Tages mögen wird. Klar. Du hättest ihr ja auch einfach sagen können, was Alex gesagt hat. Ich bin von seiner Antwort nicht ganz überzeugt. Bestimmt hat Alex ihm gegenüber wieder ein paar beleidigende Bemerkungen gemacht. Na, beleidigend war das nicht gerade, ne? Aber, ja. Echt cool, dass die Tage immer länger werden. Es riecht schon nach Sommer. Ja, es dauert wohl noch ein bisschen, bis du in Badehose rumlaufen kannst, Clément. Ich hatte echt die Nase voll vom Winter. Hallo Leute, dasselbe wie immer. Unser Lieblingskellner zählt die Getränke fehlerfrei auf. Er kennt uns mittlerweile so gut, dass er schon vorher weiß, was wir trinken. Yes, genau. Was für ein Gedächtnis. Ich bringe euch die Getränke sofort. Der Kellner kommt ein paar Minuten später zurück. Ich verdurste. Während Clément sich auf sein Getränk stürzt, rührt Henry seins kaum an. Wir verbringen eine Stunde auf der Terrasse des Cafés, schlürfen unsere Getränke und scherzen mit dem Kellner. Ich bin dran, eine Runde zu bezahlen. Ich stelle fest, dass eins der vier Gläser noch halb voll ist. Was hatte das jetzt zu bedeuten? Sollte das etwa heißen, dass Henry sehr, sehr stark über Alex' Worte nachdenkt? Der Tag verlief ganz normal. Fast zu normal. Aber ich fand Henry irgendwie ein bisschen distanziert. Ich hatte mich an die neue Nähe zwischen uns gewöhnt. Aber seit ich wieder in der Schule war, hatte ich das Gefühl, dass er mir auswich. Je länger ich drüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass Alex etwas damit zu tun hat. Was hat er bloß zu ihm gesagt? Ich kann ihn nicht mal danach fragen, denn er ist am Abend nicht zu Hause. Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Ich glaube nicht. Als ich an der Schule ankomme, sehe ich Henry. Henry! Er dreht sich um. Hallo. Er lächelt mich an, aber irgendwas fehlt. Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle mich nicht ganz wohl. War mein Eindruck von gestern richtig? Er geht auf die Schultür zu, aber ich halte ihn am Arm fest. Henry, ist alles in Ordnung? Ja, warum? Er versucht, meinen Blick standzuhalten, aber ich merke trotzdem, dass er mir ausweicht. Irgendetwas stimmt da nicht, jetzt bin ich mir sicher. Du bist anders als sonst. Das bildest du dir ein. Das glaube ich nicht. Ich sehe ihn streng an und er seufzt. Dir entgeht auch wirklich nie irgendwas, oder? Nicht in so einer Situation. Außerdem ist es schwer, in dem Fall nichts zu merken. Man muss kein Genie sein, um zu sehen, dass sich dein Verhalten verändert hat. Dein Bruder hat mir eine Standpauke gehalten. Ich hab's gewusst. Was hat er dir gesagt? Die Wahrheit. Wie wahr? Wahre Worte, Henry. Welche Wahrheit? Die man nur ungern hört. Henry, wie lange willst du noch drumherum reden? Was hat Alex dir gesagt? Er hat gesagt, ich mache dir falsche Hoffnungen. Naja, also, das ist ja jetzt nicht ganz die Wahrheit eigentlich, ne? Ich bin starr vor Entsetzen. Und stimmt das? Ich weiß es nicht wirklich. Henry. Ich habe dich darum gebeten, mir Zeit zu lassen. Und letztendlich benehme ich mich so, als ob wir schon zusammen wären. Ja, da hat er recht. Nein, du... Ich... Es tut mir leid, Lila. Ich werde ein bisschen mehr auf mein Verhalten achten. Ex, ich bringe ihn um. Ich merke, wie Tränen in mir hochsteigen. Jetzt bloß nicht weinen. Gut. Da vorne ist Jasmine, lass uns gehen. Ohne seine Antwort abzuwarten, betrete ich die Schule und gehe zu meinen Freunden, während ich mich bemühe, meine Trauer runterzuschlucken. Ich darf vor ihm nicht weinen. Das muss er doch jetzt gemerkt haben.
Kann mir doch keiner erzählen, dass er das nicht gemerkt hat. Weiß jemand, wo Henry heute Mittag war? Er hat nur gesagt, dass er seinem Vater hilft. Mehr weiß ich nicht. Ich auch nicht. Sieht aus, als ging er dir seit heute Morgen. Ich wollte gerade sagen, als ging er dir aus dem Weg, aber stimmt ja gar nicht. Sieht aus, als ging es dir seit heute Morgen nicht gut. Doch, doch. Ich bin nur noch ein bisschen müde von der Grippe. Ja. Okay. Who the fuck is that now? Hallo, bist du Lila? Alex' Schwester? Wer bist du denn? Ich richte mich auf. Vor mir steht ein gut aussehender junger Mann. Ja, das bin ich. Ich bin Matthias. Ich mache auch im BTS. Ich bin zwar nicht in derselben Klasse wie dein Bruder, aber ich kenne ihn gut. Irgendwie bin ich mir mit der Stimme jetzt noch nicht so ganz sicher. Ich kann nicht noch tiefer reden als bei Alex. Na, ja, ich mache einfach so weiter. Ich habe das Gefühl, alle kennen Alex. Ja, stimmt. Ich war der, der ihm das Spiel für Last Fantasy geliehen hat. Oh, du warst das. Danke nochmal. Wenn ich das richtig verstanden habe, spielt ihr zusammen. Ja. Es gibt nicht viele Mädchen, die solche Spiele spielen. Doch, das ist gar nicht so selten. Viele Mädchen mögen Videospiele. Ja, aber die sind nicht alle so hübsch wie du. Ich werde rot. Was für eine plumpe Anmache. Danke. Apropos Last Fantasy. Ein Freund hat mir gerade einen Comic dazu wiedergegeben. Es war mir nicht aufgefallen, aber tatsächlich hielt er einen Comic in der Hand. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, aber das ist ein echtes Meisterwerk. Oh, nein, bis jetzt hatte ich keine Gelegenheit dazu. Das Büffeln fürs Abi und das alles. Wenn du möchtest, leih ich ihn dir. Aber Vorsicht, du musst ihn mir auch wieder zurückgeben. Er zwinkert mir zu. Er sieht wirklich toll aus. Er mag Comics und mein Lieblingsspiel. Er hält mir den Comic hin. Ich muss los. Schön, dich kennengelernt zu haben. Freut mich auch. Danke fürs Leihen. Was war das denn? Matthias geht lächelnd weg. Wow, wo kommt der Typ denn her? Sieht aus, als hätte Henry Konkurrenz bekommen. Hört auf. Es stimmt, der Typ wirkt perfekt. Aber er ist nicht Henry. Na, ob sich der Gedankengang nicht noch ändern wird. Wir gucken mal eben, was zu Matthias hier so steht. Matthias macht ein BTS und scheint offensichtlich meinen Bruder zu kennen. Er war derjenige, der uns das Videospiel Last Fantasy ausgeliehen hat. Er scheint cool zu sein. Na, ob sich das nicht noch ändert. Henry blieb seinen Vorsätzen den Tag über treu. Er war höflich und nett, aber dieses gewisse Etwas zwischen uns war verschwunden. Ich habe allmählich genug von dieser Gefühlsachterbahn. Aber ich liebe ihn so. Das Einzige, was ich tun kann, ist Geduld zu beweisen und ihm diese verdammte Zeit zu lassen, die er immer wieder fordert. Lila? Ein Auto blieb neben mir stehen. Es ist Matthias. Fährst du nicht mit deinem Bruder nach Hause? Nein, Alex hat heute eher Schluss. Ich nehme den Bus. Wenn du möchtest, nehme ich dich mit. Euer Haus liegt auf meinem Weg. Woher weißt du, wo ich wohne? Hallo, er ist mit Alex bekannt. Alex hat's mal erwähnt. Ich weiß, dass es nicht weit von mir ist. Wenn's dir keine Umstände macht, gern. Ich steige in sein Auto. Sein Auto sieht genauso aus wie das von Henry. In solchen Momenten wird mir immer bewusst, wie schön es ist, volljährig zu sein und ein Auto zu haben. Ich bin echt froh, dass ich nicht mehr auf den Bus warten muss. Ja, du Glücklicher. Ein harter Tag. Sieht man das? Ein bisschen. Die anderen Male, die ich in der Schule gesehen habe, warst du, na, sagen wir, fröhlicher. Ja. Möchtest du drüber reden?
Ich kann ihm wohl kaum von meinem Liebeskummer erzählen. Und wie sollte ich meine Situation auch erklären? Ich bin verliebt in einen Typen, dem ich auch gefalle, aber der aus irgendeinem unerfindlichen Grund mehr Zeit braucht? Das riskiere ich besser nicht. Das ist nett von dir, aber ich möchte lieber nicht drüber reden. Verstehe. Kein Problem. Wenn ich das richtig verstanden habe, liebst du also Comics? Oh ja, die sind toll. Und welche Art von Comics? Von allem etwas. Ich gebe zu, ich mag besonders Liebesgeschichten. Er lacht laut. Soll ich dir was verraten? Ich auch. Das ist alles zu rund. Da fehlen Kanten. Was? Ja, also, manche sind echt zu kitschig. Aber ich habe nichts gegen eine schöne Romanze. Oh, das ist aber eher selten, dass Jungs sowas gefällt. Meine Kumpels ziehen mich auch gern damit auf, aber ich stehe dazu. Man ist eben, wie man ist, oder? Ja. Sie wird schon wieder rot. Matthias' Gesellschaft erweist sich als sehr unterhaltsam und beruhigend. Ich habe die Probleme mit Henry schon fast vergessen. Er hat sich viel Mühe gegeben, mich zum Lachen und auf andere Gedanken zu bringen. Das war wirklich nett von ihm. Kurz gesagt, er ist sehr charmant. Wir kommen vor unserem Haus an. Möchtest du einen Moment mit reinkommen? Mein Bruder ist bestimmt da. Oh, nein. Wenn er sieht, dass ich dich nach Hause gefahren habe, bringt er mich um. Es ist allgemein bekannt, dass man die kleine Schwester von Alex nicht anrühren darf. Ja, okay. Verstehe. Danke, es war nett von dir, dass du extra den Umweg gemacht hast. Gern geschehen. War mir ein Vergnügen. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Alex? Keine Antwort. Dabei muss ich wirklich unbedingt mit ihm reden. All das, was er zu Henry gesagt hat. Wieso mischt er sich da ein? Wegen ihm habe ich das Gefühl, in der Beziehung zu Henry wieder ganz am Anfang zu sein. Ich werfe einen Blick in sein Zimmer. Er scheint wirklich nicht da zu sein. Er verbringt den Abend wohl wieder bei einem Kumpel. Und damit endet das Ganze, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Die Musik ist aus, es geht nicht weiter. Ach doch, Szenenwechsel. Schule. Ich habe ziemlich schlecht geschlafen. Ich bin ohne Alex zur Schule gefahren, der die Nacht nicht zu Hause war. Bist du sicher, dass du keine Grippe mehr hast? Klar. Ich konnte nicht schlafen. Okay, Nachricht angekommen. Ich sehe Henry an. Er ist nicht dumm. Er hat den Grund für meine schlechte Laune erraten. Hey, wisst ihr was? Jay hat... Wir pfeifen auf Jay. Wow. Na sowas. Die beiden haben sich schon lange nicht mehr gestritten. Jetzt fangen sie wieder ihre gewohnten Diskussionen an. Keiner der beiden will dabei Zugeständnisse machen. Während Jasmine und Clement wie Kleinkinder streiten, nutzt Henry die Gelegenheit, um mit mir zu reden. Lila, wie geht's dir? Ich sehe ihn an. Mein Gesichtsausdruck ist Antwort genug. Verstehe. Es tut mir leid. Er legt seine Hand auf meinen Arm. Ich hole tief Luft und sehe auf die Stelle, auf der seine Hand liegt. Wie immer scheint er sich in einem schrecklichen Gewissenskonflikt zu befinden. Und ich bin müde. Ich wende den Blick ab. Von Weitem sehe ich Matthias. Er lächelt mich an. Er scheint gern zu flirten. Er hebt leicht die Hand, um mich aus der Ferne zu grüßen. Ich erröte ein wenig beim Gedanken daran, dass ich Matthias gefallen könnte. Ich lächle zurück und grüße ebenfalls. Während Henry seine Hand auf deinem Arm liegen hat? Was ist denn los mit dir? Henry dreht sich um zu sehen, wem ich zuwinke, und sein Blick trifft den von Matthias. Wer ist das? In seiner Stimme schwingen Verachtung und Eifersucht mit. Du solltest dich entscheiden, was du willst, mein Lieber. Das ist Matthias, ein Kumpel meines Bruders. Er lässt meinen Arm los. Leider, ich... Ja. Henry, du
müsstest dich entscheiden, sonst passiert da noch irgendwas. Der Gong unterbricht unser Gespräch. Und schon geht's auch nicht mehr weiter. Leute, es ist doch einfach dämlich. Wann kapiert er es endlich? Erst wenn Laila mit dem komischen Matthias zusammen ist? Was soll denn das? Okay, naja. Wir werden beim nächsten Mal wohl rausfinden, wie sich die Beziehung zwischen, ich nenne es jetzt tatsächlich sogar Dreiecksbeziehung, zwischen Henry, Matthias und Laila weiterentwickelt. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.